Wir hatten heute ein Übungsszenario am Weingut van Höfel. Da war folgende Lage gewesen. Wir hatten angenommen Gebäudebrand mit vermissten Personen. Näheres war zuerst nicht bekannt. Hat sich dann schließlich herausgestellt, dass 5 eingeschlossene Personen waren. Die haben wir dann auch gerettet. Dann im Anschluss wurde noch ein Gefahrstoff gefunden. Daraufhin wurde der Gefahrstoffzug Trier-Saarburg alarmiert und haben den auslaufenden Gefahrstoff dann aufgefangen und konnten dadurch dann die Übung mit Erfolg beenden. An der Übung haben teilgenommen die Feuerwehren Oberemmel, Grettnach, Obermännisch, Komlingen, die Feuerwehr Niedermännisch, die RWZ Konz, die Führungsstaffel Konz und die Malteser Jugend Oberemmel. Aufgrund der schlechten Wasserversorgung hier vor Ort musste eine Wasserversorgung über 300 Meter aufgebaut werden aus einem nahegelegenen Teich. Und das haben dann die Feuerwehren Komlingen und Grettnach übernommen. Die Übung ist in meinen Augen sehr gut abgelaufen, diszipliniert und ordentlich.